Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Sommer Roadtrips mit dem Elektrobus. Wir sind unterwegs. Von München von der Theresienwiese sind wir in der Folge 1. Wenn ihr die nicht geschaut habt, unbedingt anklicken, habe ich in der Infobox verlinkt. Dann auf dem Weg in die Alpen über einen wunderschönen Pass, traumhafte Landschaften und das natürlich hier schön geräuschlos mit dem Bus und mit richtig schönem Anzug, ja, die Serpentinen hoch. Das war einfach nur traumhaft. Und jetzt sind wir angekommen hier am Stilfser Joch in den Alpen oben und ganz anders, als ich das gedacht habe, eben nicht im schönen Hotel, sondern, und deswegen wundert ihr euch vielleicht über dieses Setting hier, schön beim Campen. Aber wieso bin ich jetzt eigentlich beim Camping gelandet? Übrigens, mein leckeres veganes Gulasch, das ich dir an die Hand gedrückt habe, genau. Ich dachte nämlich, wir kommen hier an, ich habe ein schickes Hotel. Und da sagt mir mein lieber Producer, nee, von wegen, der ID Bus ist heute Nacht dein Hotel. Und da habe ich hier meine ganze Campingausrüstung bekommen, hier. Luftmatratze, ich habe mir hier noch so ein schönes, eine schöne Decke hier von der Residenz um die Ecke besorgt, Kissen habe ich bekommen. Da habe ich gedacht, ja, da kann ja eigentlich nichts schief gehen. Habe mir erstmal hier schön den Lageplatz ausgesucht, ne? Hier so schön im Grün in der Ecke. Ja gut, was nicht ganz so schön ist, dass heute Morgen erstmal direkt hier mit Baustellenlärm geweckt worden ist. Also mein liebes Team und mein lieber Producer haben da wirklich ein gutes Händchen dafür, ja, auch gleich natürlich einen schönen Ort mit Baustelle auszusuchen. So, aber es ist schon schön idyllisch hier und ich dachte so, ja, was soll da jetzt eigentlich schief gehen? Erst haben wir das Zelt aufgebaut von meinem lieben Producer, ja, weil ich schlafe hier natürlich alleine im Van, der ist auch mit dabei, der darf dann schön in dem Zelt nebenan schlafen und so. Und dann habe ich mein Bett gemacht und so und es ging alles gut. Schöne, gerade Fläche, ja, in dem man einfach die Sitze umklappt und mit der Matratze und sowas. Ja, ich komme gleich dazu, wie die Nacht war. Aber erstmal dachte ich mir, okay, und jetzt mache ich einfach die Klimaanlage die Nacht über an, weil ich brauche ja frische Luft. Das ist natürlich das Wichtigste. Und da bin ich auch schon mal auf einen großen Haken gestoßen. Jetzt wollten wir das natürlich so simulieren, dass man natürlich mit dem Bus überall stehen könnte. Das wäre ja genau das Geniale. Also jetzt stehen wir natürlich hier auf so einem Campingplatz, auf so einem Stellplatz, aber haben uns bewusst nicht an den Strom angeschlossen. Ja, weil das könnte man ja machen, Strom anschließen und so, dann ist es noch ein bisschen komfortabel. Wir wollten ja testen, wie das funktioniert, vor allem eben mit der Batterie und dem Strom und allem drum und dran. Und dann habe ich gesucht und gesucht und tatsächlich gibt es keinen Camper-Modus im ID.Bus. Da habe ich mir dann gefragt, was ist da denn wieder los? Wie kann das denn sein? Weil gerade in so einem Bus, der ist ja dafür gemacht, dass man da mal drin übernachtet. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was sich VW dabei gedacht hat. Da mal ganz liebe Grüße an das Software-Team. Wäre vielleicht mal eine coole Sache. Aber dann habe ich im Bus-Forum rumgesucht. Liebe Grüße an Basti an der Stelle, der nämlich einen genialen Hack für den Camper-Modus präsentiert hat. Und jetzt guckt euch das mal an, kommt mal hier rüber. Jetzt kommt der ID.Bus Camper Mode Hack. Ja? Man muss hier sich so ein 6x1,5 Liter Wasserflasche auf den Sitz draufstellen, weil der Trick ist, man muss praktisch simulieren, um es auszutricksen, dass da jemand sitzt. Und dann ist der Trick, man muss auch den Gurt anschnallen übrigens, ja, auch ganz wichtig. Und dann habe ich einfach den angeschnallt, bisschen gezogen und dann den Sitz nochmal hochgefahren, sodass das richtig nach unten zieht, damit der Druckpunkt ausgelöst wird. Und dann sagt er tatsächlich in der Mittelkonsole, okay, da sitzt jetzt jemand. Dann muss man noch einmal aufs Bremspedal drücken. Das kann man ja kurz einmal mit der Hand machen, damit sozusagen die Zündung gestartet ist. Ja, und dann ist sozusagen simuliert und dann denkt das Auto, da sitzt die ganze Zeit jemand, also muss die ganze Zeit ja die Klimaanlage laufen. Total verrückt eigentlich, dass man sich sowas einfallen lassen muss. Dann kann man im Prinzip ja mit diesem Hack die ganze Nacht die Klimaanlage laufen lassen. Es ist jetzt 1 Uhr morgens. Ich mache jetzt endgültig die Augen zu. Ich wollte nur noch mal sicher gehen, dass hier auch die Lüftung weiterläuft und alles mit meinem hier schönen Hack. Schon verrückt sowas. Und jetzt ist die Frage, wie viel verbraucht es eigentlich an Energie? Weil wir haben ja hier eine Hochvoltbatterie mit 77 Kilowattstunden drin. Das ist ja schon ordentlich. Und zwar ist es tatsächlich so, dass ich gestartet bin um 22 Uhr abends mit 79% Batteriestatus, also State of Charge. Tatsächlich kann man ziemlich genau sagen, 1% pro Stunde. Also es waren ungefähr 10 Stunden. Ich bin um 8 Uhr aufgewacht und habe dann drauf geguckt. Dann waren es eben 69%. Und wenn man sich das mal ausrechnet, dann kann man locker
eine Woche irgendwo stehen und hat die volle Belüftung die ganze Nacht durch. Wenn ich jetzt natürlich mich noch an Strom rangesteckt hätte, dann wäre das Ganze natürlich durchgelaufen. Und das Wichtige ist, da die Wärmepumpe ja da eingebaut ist, die das alles macht, ist das super leise. Also ich habe jetzt nicht in der Nacht die Nachbarn hier gestört mit irgendeiner Standheizung und irgendwelchen Abgasen oder sowas. Und auch nicht mit lauten Geräuschen, wie man sonst das vielleicht von der Klimaanlage kennt. Ist richtig schön leicht, surrt es ein bisschen vor sich hin. Und also, ja, wenn der Hack nicht notwendig wäre, dann wäre das eine geniale Lösung. Aber jetzt wisst ihr ja, wie es geht. Camping-Hack. Übrigens, diese Klappe hier hinten ist total praktisch, weil die richtig hoch geht. Ich bin 1,87 groß, sogar mein Kameramann, der knapp 2 Meter groß ist, kann hier aufrecht stehen. Hat es gestern Abend kurz mal ein bisschen geregnet und kannst hier trotzdem stehen und Sachen machen. Echt cool. Und was ihr jetzt hier seht, ist natürlich absolut Vanlife für Einsteiger, also für absolute Beginner. Das geht natürlich noch viel, viel besser. Es gibt geniale Firmen, die hier so Ausbauten machen, auch schon fix und fertige Versionen haben. Es gibt natürlich auch noch viele andere Camper. Deswegen habe ich dir dafür ein extra Video gemacht. Das findest du auch hier auf dem Kanal. Da gebe ich dir einen Überblick über alle interessanten E-Camper-Modelle und wie sie genau ausgebaut sind und auch ebenso spannende Zubehör-Camping-Geschichten, wie zum Beispiel für den ID.Buzz ist alles dort drin. Den Link für das Video findest du in der Infobox unter dem Video. An den Campingplätzen hat man natürlich eigentlich an allen Stellplätzen dann eben hier auch einen Stromanschluss. In der Regel typisch dieser CEE blaue Campingstecker, dreipolig, und da kommen ja auch meistens schon die 3,6, 3,7 kW, die man eben so aus der Haushaltssteckdose kennt, dann eben auch raus. Was natürlich eine schöne Sache ist. Ihr seht, wir haben das nicht angefasst, ja, weil ich wollte ganz bewusst ja eben herausfinden, ob eben das Ganze mit der Klimaanlage und allem auch ohne Stromanschluss funktioniert, damit man auch autark unterwegs sein kann, überall. Und das Geniale ist, es gibt tatsächlich immer mehr Fahrzeuge, die sogenannte V2L-Technologie unterstützen. Das heißt also, man geht dann zum Beispiel bei einem IONIQ 5 dann so die Möglichkeit, an den Ladeport so einen Stecker, so einen Adapter ranzustecken. Ich habe da auch schon mal ein Video drüber gemacht, da seht ihr das gerade mal. Und dann habe ich da tatsächlich eine vollwertige Haushaltssteckdose. Das heißt also, ich habe durch die Hochvolt-Batterie, die hier drin ist, ja, das sind ja in dem Fall 77 Kilowattstunden, ja unglaublich viel Energie immer bei mir. Und die kann ich natürlich auch nutzen und praktisch aus der Batterie so Strom rausziehen wie aus einer Steckdose. Also das heißt, das, was ihr da vorne seht, ja, mit dieser Campingsteckdose und diesen blauen Steckern, habe ich praktisch in meinem Elektroauto immer überall bei mir. Und das eben mit voller Leistung. Das heißt, ich kann alle Geräte betreiben, da könnt ihr eure Fantasie mal freien Lauf lassen, ja, die im Prinzip eine normale Steckdose gesteckt werden können. Also alles. Ja? Also zweite Challenge, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist wohl bestanden. Das heißt doch eigentlich, warte mal, erste Challenge, zweite Challenge. Wenn ich jetzt wurde mir aufgetragen, ich muss an den Gardasee jetzt fahren. Da gehen wir jetzt gemeinsam los, um ein original italienisches Gelato-Eis zu kredenzen. Und dann kriege ich wohl irgendeine Form von Überraschung. Ich bin echt mal gespannt, was sie sich diesmal ausgedacht haben. Wow, bei dem Wetter, ich hoffe aber, ey, ganz ehrlich, das war die einzige Nacht Camping, weil das ist jetzt nicht so das schöne Campingwetter. Wir sind inzwischen am Hotel am Gardasee angekommen und in dem Ort, also Prat am Stilfser Joch, wo wir ja gecampt haben, also ich in dem Bus, da gab es tatsächlich eine Schnellladestation mitten im Ort. Und da waren wir noch schön was frühstücken und haben dann das Auto auf 100% vollgeladen. Und jetzt kommt auch so eine ganz tolle Geschichte bei Elektroautos. Und zwar, wenn ich bergab fahre, dann rekuperiert das Fahrzeug. Also praktisch, es wird Energie in die Batterie zurückgewonnen. Und da ist ja sozusagen, wir sind ja erst berghoch gefahren und dann heute jetzt die ganze Tour im Prinzip zum Gardasee bergab meistens, haben wir ganz viel, so viel Energie zurückgewonnen, dass wir sogar mit nur 42% hier angekommen sind nach über 250 Kilometern. Das heißt also, wenn man so bergab fährt und viel rekuperiert, dann kommt man auch locker mal über 400 Kilometer, zum Beispiel bei diesem Fahrzeug jetzt hier. Also das ist richtig schön, ohne irgendeine Zwischenladung. Ja? Und was natürlich dann das Allerbeste ist, wenn man am Hotel ankommt und es wartet eine schöne Ladestation auf einen. Das ist jetzt praktisch eine
eine AC-Ladestation. Hier lade ich mit 11 kW auf. Das heißt, es dauert schon einige Stunden, bis das Auto wieder aufgeladen ist. Aber das kann ich jetzt einfach über Nacht hier stehen lassen. Und am nächsten Morgen, wenn es weitergeht auf unserer coolen Tour, dann ist das Auto bei 100%. Und Max, sag mal, wo ist jetzt eigentlich mein Eis? Oh, perfekt. Pistazien-Schokolade. Va bene. Der beste Gelato. Ich finde, jetzt habe ich doch alle Challenges geschafft, oder? Guck mal hier, schlägt es auch schon 12. Was ist das jetzt? Ah, meine Überraschung. Der große Preis. Der große Preis, oh, hier droppt schon. Warte mal, also. Es wird Zeit für deine Überraschung. Du hast alle Challenges erfolgreich bestanden. Du darfst, was ist das? E-Foil. E-Foil fahren. Sag mal, ist das nicht das, wo man tagelang üben muss, um es überhaupt irgendwie zu schaffen? Ja, du hast eine Stunde. Eine Stunde? Wie soll ich das denn schaffen? Wir sind inzwischen an unserem Hotel im Gardasee. Nicht im Gardasee. Mann. So, bleib mal wach, Robin. Also, das ist ein Outtake. Wir sind inzwischen...